Hey Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Dreadout, ein indonesisches Horrorgame, was heute bei Steam rausgekommen ist. Und ich habe vor circa einem Jahr schon mal die Demo gespielt und die fand ich ziemlich krass. Also ich habe da ein paar Mal mächtig Schiss gehabt und ich freue mich, dass jetzt das Hauptspiel raus ist. Und ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen, kann ich auch gar nicht, weil so viel weiß ich gar nicht. Außer, dass das Spiel wohl in mehreren Episoden rauskommt. Jetzt gerade ist Episode 1 draußen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich weiß nicht, wie lang die sein wird. Ich weiß nicht, wann Episode 2 dann released wird. Aber wir lassen das alles auf uns zukommen und ich freue mich total, weil das Ganze ist, ja, man spielt mit einem Handy, mit einem Smartphone als, ja, Art Waffe, wie bei Project Zero. Und das fand ich ja auch total toll und deshalb möchte ich jetzt direkt mal loslegen. Wir starten ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß bei Dreadout. Ach so, Mensch, jetzt muss ich ja auch noch einen Namen eingeben. Ja, dann machen wir auch einfach mal Trash. Okay, Ladebildschirm. Und normalerweise, ich spiele ja alles mit Gamepad eigentlich, alles was so geht. Und ich glaube, das kann man jetzt auch mit Gamepad spielen, aber ich versuche mich mal an der Tastatursteuerung, die wahrscheinlich ein bisschen leichter ist. Mittlerweile habe ich es ja auch drauf, mit der Tastatur zu spielen, so mehr oder weniger. Und hier sieht man schon ganz schön ein paar Eindrücke. Das Game hat eine Autosave-Funktion. Ja, das ist schön, das kann gut sein, das kann aber auch sehr schlecht sein, wenn an den falschen Stellen gespeichert wird. Linda, genau, unser Hauptcharakter heißt Linda. Jo, ich bin echt gespannt. Mensch, lädt ganz schön lange, ne? Muss ich vielleicht beim nächsten Mal die Ladebildschirme rausschneiden, weil da geht immer so viel Zeit bei Flöten, finde ich. Aber gut, den lassen wir jetzt drin. Ja, schöne Umgebung auf jeden Fall. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, aber echt nur ein bisschen, sonst erschrecke ich mich gleich zu Tode. So, wann geht's los? Ich habe mein Smartphone auch schon bereit, falls hier auch Geister... Are you sure we're going the right way, ma'am? I think so. But how did the road suddenly get so bad? It's just like the road by our school. Hey, watch out! What? What is it now? Wir können uns schon umdrehen. Boah, das Lied am Anfang, das war ja richtig cool. Das muss ich direkt mal auf YouTube gleich suchen. Also was heißt gleich nach der Aufnahme? Ja, wir spielen ein indonesisches Schulmädchen, die hier mit ein paar Leuten aus ihrer Klasse, würde ich mal sagen, und mit der Lehrerin irgendwo hin wollte. Ich weiß nicht wohin. Können wir mit ihr sprechen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wie das hier funktioniert. Hallo? Frau Lehrerin. Miss Siska, where are we? I really wasn't expecting there to be a bridge here. That complicates things a bit. Hey, Miss Siska, are you listening? Stop ignoring me. Hang on a minute, Sal. Technically, we shouldn't be too far from home, but... where is this exactly? So, what now? Gute Frage. Actually, Miss Siska, what we should have done was taken a left turn initially. Turned right at the intersection and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know it all? Blabbermouth. Excuse me?
Guys, hey. Please, just calm down, okay? Whoa. Jeez. This place is so awesome. Oh, man. Cool. So, how do we get over there? There's gotta be a way somewhere. Okay, E drücken? Huh? What is it, Lynn? Ich habe keine Ahnung, wie heißt du denn? Hold on a sec. Johnny. Okay, das ist der Johnny. Wie heißt du? God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Ja, well, Jan. This is just great. Huh. It's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I am totally going to haunt you. Oh, man. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. Ugh, as if. In your dreams, pervert. Oh, man. Ja, also, zur Grafik, die ist jetzt nicht unbedingt dem Jahr 2014 angemessen, würde ich behaupten, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Wir sprechen mal mit der Lehrerin. Still, where exactly are we? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist die Shelly. What are we supposed to do now? Ja, ich habe keinen Plan. Gut, das komplette Spiel ist auf Englisch, aber ich denke, das ist nicht schwer zu verstehen. Hey, hey. Ira oder Ira, was machst du da die ganze Zeit mit deinem Bein? Take my picture. Was? Wie kann ich denn... Moment. Wie kann ich denn mein Handy... Ah, hallo. Bitte lächeln. Wuhu. Und eine Errungenschaft. Bist du meine beste Freundin? Okay, kann ich von den anderen auch ein Foto machen? Hier von diesem Jajan, den ich ein bisschen suspekt finde. Na, komm, wie habe ich denn gerade... Ah, mit rechter Maustaste hole ich das Handy. Hey. Voll der Schlafzimmer. Ja, jetzt auch noch müde. Erst so einen Schlafzimmerblick drauf haben und dann noch so müde in die Kamera glotzen. Was machst du hier eigentlich? Hm. Donny! Hey, what's Donny up to? Warum? Over here. Nein, ich will da nicht hin. Yo, what's up? Hey, wait, where are you going? Don't just run off like that. Okay, die Kofferraumtür ist sowieso fast geschlossen. Na toll, jetzt rennen alle dahin, ne? Ich schaue mich noch mal kurz hier in der Wildnis um, sofern es geht. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, ne? Wow, das bin nur ich, die hier rumraschelt. Ah Mist, wir können nicht auf die Felsen, schade. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Parts echt mal aufs Gamepad wechseln. Ich finde die Maus ein bisschen schnell, die kann ich wahrscheinlich auch langsamer stellen. Aber mal schauen. Wie, kommt jetzt alle zu mir? Was willst du, Mädel? Komm, wir gehen mal dem Johnny und den anderen hinterher. Die haben bestimmt einen Plan, wo es lang geht. Oh Gott, schaut mal. Das alleine sieht schon gruselig aus. Und wir haben ein Iris-Phone. Sehr cool. Wer kennt es nicht, das Iris-Phone? Leute, wo seid ihr hingegangen? Hallo? Hallo? Achso, sie kommt mir hinterher. Das ist ja nett. Ja, schön. Raschelst du mal bitte nicht so laut? Du bist voll gruselig, Mädchen. Was machst du da? Ich genieße die schöne Aussicht. Ja, komm, weg hier. Wo sind denn die anderen? Sag mir nicht, die sind da in dieses baufällige Haus reingegangen. Doch, sind sie wahrscheinlich. Ja, ich bin echt gespannt, was uns hier im Spiel alles so erwarten wird. Weil ich finde, so asiatischer Horror ist ja nochmal was ganz anderes als, ja, unser Horror. Das, was wir hier so kennen, kennt man ja auch oft aus den asiatischen Horrorfilmen, die ein wenig anders sind und meistens sehr gruselig. Ich glaube, wir müssen da durchs Tor. Was ist das für eine Statue? Der alleine sieht schon so gruselig aus, dass ich hier nicht hingehen würde mit meiner Klasse, um das hier zu besichtigen. Ach, da sind die anderen. Well, this is incredibly odd. Looks almost as
if the name was deliberately smudged off. Uh-huh. Yeah, it had to be on purpose. I wonder why. It's very odd. Oh, come on! This place is super creepy. Look, I'm already getting goosebumps. Why do we have to go in here anyway? Can't we just go home already? Yeah. There's no way a natural disaster caused this. A lot of the buildings are still intact, see? Okay, wir müssen da also rein. Wie heißt das Ganze? Selamai Dayang Di. Come on, quit fooling around. Let's just go back, okay? You're right, Sal. Let's just grab the others and we'll get going, okay? Okay, sie läuft mir immer hinterher, ne? Sag mal, was willst du von mir? Warum läufst du mit mir nach? Heimliche Hustenpause, wie immer. Kennt man ja. Was? Objekt? Wie kann ich... Moment, wir haben die Kamera. Was haben wir denn für Files? Oh, da waren Zeichnungen. Kann ich die nicht sehen? Schade. Ghostpedia. Ach so, Dokumente. Haben wir noch keine. Und Lindas Notizen. Das hat for a long time. Even the bridge that connects to the main road. Okay, gut. Also gerade noch nichts wirklich von Interesse. Oh, bitte, wir können uns doch hier einfach so eine Mofa schnappen. So ein Moped. Und dann düsen wir alle ganz schnell nach Hause. Wie wär's, Leute? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Und ja, ich... Oh Gott, dieses Rascheln. Ja, ich werde mich hier echt ein wenig umschauen. Ich möchte hier auch nichts verpassen. Auch wenn es dann ein wenig langsamer vorangeht. Ist das... Morbid Play. Ist das ein echter Anime oder Manga? Für die unter euch, die sich da ein bisschen besser auskennen. Ich bin da ja nicht ganz so bewandert. Alle anderen laufen auf der Hauptstraße und die liebe Linda schaut sich hier erstmal in den Ruinen um. Ey, Mädel, lass mich in Ruhe. Das ist so eine Freundschaft, wo eine wahrscheinlich den Ton angibt und die andere macht alles mit und rennt einfach immer hinterher. Joseph Passo. Okay. Es hat aber gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht weil diese Straße echt so, ja, runtergekommen aussieht. Es hat irgendwie was davon, als wäre man wirklich im Urlaub in Indonesien und wird gerade einfach mal so eine Straße entlang gehen, wo die Häuser ein bisschen runtergekommen sind. Well, to start with, I'm sure you have interests or passions you could explore. Huh? And just so you know, whatever you decide, I know that your father is a very considerate person. Okay, I hope you're right. Ah, die Shelly, ne? Ist das jetzt die Shelly, unsere Freundin, ne? Die da die ganze Zeit was an ihrem Fuß macht. Was hat sie denn da? Oder ist sie? Nee, sie ist die Shelly. Kann ich nochmal mit ihr... This is practically a ghost town. Nee, das ist die Ira. Okay, das ist die Ira und Shelly ist dann unsere Freundin. Ira ist die mit dem pinken Handy. Wow! Müssen wir da hoch? Ich schau einfach mal. Ach, hier geht's wahrscheinlich eh nicht weiter, ne? Kann sie da irgendwie rüberklettern? Nein. Was machen die anderen? Die Lehrerin läuft weiter. Okay, ich möchte aber eben hier oben schauen. Vielleicht finden wir da irgendwas Interessantes. Ja, und hier am Boden hat man es gerade gesehen. Oder hier rechts auch. So super detailliert ist die Grafik jetzt nicht. Und ich laufe da einfach mal durch den Müll, wo die ganzen Fliegen sind. Super. Aber eine Grafik sagt hier auch nichts über das Spiel aus. Die kann noch so schlecht sein und das Spiel noch so gut. Aber das können wir nicht aufheben, ne? Ja, ich meine, warum auch? Was soll sie jetzt bitte voll tanken? Kann sie sich ja mal in Popo stöpseln, dann rennt sie ein bisschen schneller. Das wäre ja mal was.
So, dann möchte ich jetzt gerne gleich hier irgendwo in ein dunkles Gebiet. End Chronicle. Aha, das sind aber... Moment. Ist es wohl einer der Entwickler und das vielleicht... Ne, es ist wahrscheinlich keine von den Entwicklerinnen. Vielleicht eine Tochter oder... Nee, ich weiß es nicht, aber cool. Es ist, finde ich, irgendwie sehr realistisch gehalten. Oh, was ist denn da? Ist das so ein CD-Wagen? Jo, cool. Das ist ja schick hier. Auch wenn niemand da ist, es total runtergekommen ist. Hauptsache, der CD-Wagen steht hier rum. Aber wir laufen doch jetzt nicht die ganze Zeit durch so eine relativ helle Gegend, ne? Das kann ja nicht sein. Ich meine, in der Demo, da waren wir irgendwie in so einem dunklen Garten und sind später noch in so ein kleines Haus gekommen und es war mega dunkel, mega gruselig, das weiß ich noch. Da hinten... Oh, schaut mal, ein rosa Fahrrad! Hey, your shoes are in tight. Ein rosa Fahrrad! So, ah, Moment, ich habe gerade da oben rechts gesehen... Habt ihr das gesehen? Oben rechts kam ein Symbol. Ich weiß jetzt nicht, was es zu bedeuten hatte. Ob das irgendwie heißt, hey, hier kannst du ein Foto machen. Ich laufe jetzt gerade einfach mal hier so querfeldein. Zur Statue. Oh, da liegt doch was, oder? Was ist das denn? Aha, Soldatenmedaille. Okay, an einen Soldaten namens Sarib, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Cool. Und da war schon wieder das Zeichen. Das heißt 100... Oh, Mädel. Du wirst mich noch richtig erschrecken, glaube ich. Das Zeichen heißt irgendwas fotografieren. Ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die jetzt hinwollen. Wo sind eigentlich die Jungs? Ey, sag mal, Mädel, sind dir die Schuhe zu klein oder zu groß? Wo sind die Jungs? Die... Ah, da. Zumindest einer. Der Jajan oder der Doni? Nee, das ist der Doni. Hey, wo ist denn unser Mitschüler? Der andere? Boah, voll die gruseligen Augen gerade. Hallo. Okay, da müssen wir bestimmt rein, ne? Eine alte, verlassene Schule. Oh, hey, doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe Oof. Later. Okay, you're lost. Alter, hat die da voll eine geknallt. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are hey, we going now? Careful. I so need a massage. Oh. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No. It was more like the size of a boulder. Okay, das ist doch die Ira. Ich hab mich da echt vertan. You were always kind of like my personal bodyguard. But for free though. Right, sis? Klar. Best friends forever. I haven't called you sis in a long time. Oh, es wird Nacht. Hold on. They've been in there for a really long time.
We should probably go check on them. Oh. Was? Was? Ich sehe ja nur schwarz. Hallo. Also, das ist jetzt... Ich habe es jetzt kapiert. Das ist jetzt die Ira. Unsere allerbeste, beste Freundin. Und die andere ist die Shelly. Boah, was? Wow, ist das dunkel. Das ist ja nur schwarz gerade. Muss ich mich immer richtig hinsetzen. Ein bisschen näher hier auf dem Monitor starren. Bleibt das so schwarz? Ey, wenn das so bleibt, ne? Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Denke mal. Nee, mein Akku wird nicht ewig halten. Wenn das so schwarz bleibt, dann ist das alleine schon der pure Horror. Oh mein Gott. Und sie kann nicht rennen, wenn sie das Handy so vor die Nase hält. Oh shit, Leute. Weißt du, gerade noch voll hell? Voll hell, alles schön. Und jetzt? Jetzt sehe ich hier rein gar nichts. Und ich sollte wahrscheinlich die Lampe ausmachen, aber schaut mal. Es ist stockfinster, also man sieht wirklich nichts. Mädel, wo bist du? Ira. Hier war ich vorhin. Ja, wo müssen wir denn dann hin? Ey, shit, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Was ist das hier? Das ist das Tor. Oh Gott, müssen wir raus oder rein? Es geht schon los, Leute. Es geht schon los bei mir. Also, wir saßen, ich muss nochmal eben zurück, wir saßen irgendwo hier auf einer Bank. Da saßen wir auf der Bank. Okay. Ah! Da ist sie. Sie steht einfach nur gruselig rum. What's wrong, Lynn? Ja, Mädel, es ist stockdunkel. Frag mich nicht, was hier los ist. Es ist stockdunkel, wir sind ganz alleine. Ich finde ja nicht mal den Weg hier rein oder raus oder weiter. Hier. Da, das sieht gut aus, oder? Nee. Oh Gott, die fliegen. Die fliegen im Hintergrund. Hier ist irgendwas mega Ekliges. Aber da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Die Musik gerade. Was zur Hölle ist hier los? Wow. Wow, ist das krass. Ich würde so gerne... Hier. Wow, ja. Crap. It was like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's the Ion? Es ist dunkel. Das ist so dunkel. Ah, crap. Where the heck did he run off to now? Und der Ion ist weg. Oh, nee. Oh, nee, Leute. Na, das kann ja lustig werden. Mädel, was... Jan! Was geht mit der? Hey! Jan! 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 Try calling his phone. I'm trying to right now, Miss Siska. Jan! Jan!
Gut, Leute, das war's für die erste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!